Ohne Zweifel. Hiob Kapitel 34, Verse 12 bis 15. Ohne Zweifel, Gott tut niemals Unrecht und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Wer hat ihm die Erde anvertraut? Und wer hat den ganzen Erdkreis hingestellt? Wenn er nur an sich dächte, seinen Geist und Odem an sich zöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch würde wieder zu Staub werden. Ich hatte einmal einen Tagtraum, in dem ich mir versuchte vorzustellen, dass es nichts gäbe, also weder Erde, Himmel, Engel, Mensch, Tier, Planeten, Sonnensysteme, Galaxien, Zeit, Materie und auch Gott. Schon allein die Vorstellung dieser Vorstellung lässt erfühlen und erahnen, dass man richtig erschrecken und schockiert sein kann im Versuch, gedanklich alles irgendwie aufzulösen und als tatsächlich Nicht-Existenz anzunehmen. Man könnte wohl wirklich wahnsinnig werden, bei der Vorstellung an die Realität des Nichts zu glauben. Aber sich solche Gedanken zu machen, wäre ja dann dimensional auch unmöglich, weil man nie war, nie ist und auch nie sein wird. Gott ist derjenige, der da ist, da war und da sein wird und der da kommt. Offenbarung 1,4. Er ist das Alpha und das Omega, der Allmächtige, der El Shaddai. Offenbarung 1,8. Dieser ewige und einzige Gott hat sich nicht irgendwie entwickelt oder in der Art seiner Existenz und seines Seins verändert, sondern Gott ist, der er ist und er wird sein, der er sein wird. 2. Mose 3,14. Ohne Gott, die einzigste, unveränderlichste und konstanteste Größe allen Lebens, ohne ihn wären wir nur Staub. Und wenn es nichts gäbe, wären wir noch nicht einmal das. Wenn jetzt ein lebendiger Mensch, der ja nun existent ist und denken kann, sein wertvolles Leben einem evolutionären Zufall zuschreibt oder einfach nur zu bequem, zu beschäftigt oder zu glücklich und zu ich-bezogen ist, sich vorzustellen, dass es einen ewigen Schöpfer gibt, der ist der Sinnlosigkeit, der Verzweiflung und dem Wahnsinn sehr nahe, wenn er denkt, dass das alles nur Einbildung ist, auch wenn ihm das vielleicht gar nicht so richtig bewusst wäre. So ein Mensch würde sehr unklug handeln, sehr unweise und hätte wirklich allen Grund, unruhig zu sein und sich vor der Realität Gottes zu fürchten und vor ihm zu erschrecken. Ohne Zweifel, wir müssen über unser Leben vor Gott eines Tages Rechenschaft ablegen. Der Unglaube löst Gott ja nicht in seine Bestandteile auf. Nicht wir haben Gott erschaffen, sondern er uns. Nun gibt es nicht wenige Menschen, die bezweifeln nicht, dass es einen Gott geben könnte oder vielleicht wirklich gibt, weil sie nicht an Zufälle glauben. Aber sie begreifen und erfassen nicht wirklich, was das für sie bedeutet und welche Konsequenzen das einfach haben muss. Nicht die Vermutung oder sogar Überzeugung, dass Gott lebt, hilft einem Menschen, selig zu werden, sondern nur der Glaube an die persönliche Notwendigkeit des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dieser Jesus sagte den Gläubigen: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Johannes 14,1. Gott ist gerecht, und weil Christen an die Gerechtigkeit Gottes glauben, müssen sie in dieser ungerechten Welt manchmal eben auch darunter leiden. 1. Petrus 3,14. Ebenso wie Jesus, unserem Vorbild, der um seiner guten Taten willen leiden musste. 1. Petrus 2,21. Ungläubigen geht es in dieser Welt nicht selten äußerlich sogar besser als den Christen. Aber um welchen Preis? Wir dienen ohne Zweifel einem höheren Ziel und wir leben, weil Gott nicht an sich selbst dachte, sondern an dich und an mich. Wenn ich heute träume, dann vom Reich Gottes, vom Himmel und der Herrlichkeit Gottes und seiner unvorstellbar großen und wunderbaren Liebe. In Zephania 3, Vers 17 steht: Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Sind das nicht wunderbare Aussichten? Amen.